Jetzt geh doch mal ran! Jan! Das ist nur unsere Frau Möbius, die ihre Aussage zum Protokoll bringt. Tun Sie einfach so, als wären Sie nicht da. Dann waren also Sie die anonyme Anruferin? Ja. Und warum haben Sie sich nicht mit Namen gemeldet? Ich habe keine Arbeitserlaubnis. Ich existiere sozusagen für Sie nicht. Sind Sie Griechin? Nein, Zypriotin. Meine Eltern sind, aber das tut nichts zur Sache. Jan hat mir das zweite Zimmer in seiner Wohnung vermietet. Sie hatten also Angst vor den Behörden hier. Und warum sind Sie heute gekommen? Ich glaube nicht, dass Jan sich selber umgebracht hat. Ah nein? Und wie kommen Sie darauf? Ja gut, Jan war ein ziemlich depressiver Typ und er hat auch zu viel getrunken, aber ich meine, gerade jetzt, wo er noch einen Studienplatz in Heidelberg hat, das passt nicht. Moment, er hatte doch einen Platz hier an der Uni Hamburg. Jura, ach, das war doch nur ein Ausweichstudium. Jan wollte immer Medizin studieren. Aber der Numerus Clausus? Also davon ist mir nichts bekannt. Außerdem hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen, der an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Liebe Mutter, lieber Vater, das Leben ist sinnlos, etc., etc. Hier, das ist nach Aussagen des Vaters seine Handschrift. Er hat geweint. Wie? Ja, hier, der Fleck da. Das sind doch Tränen, oder? Kann auch Whisky sein. Wir haben in der Küche die Medizinpackungen gefunden. Die Obduktion hat ergeben, dass die Mischung von ca. einem halben Liter Whisky und 40 Schlaftabletten tödlich war. Warum hat er mich da nicht erwähnt? Wir waren sehr gute Freunde. Wer weiß schon, was in der Seele eines verzweifelten jungen Mannes vor sich geht. Also die Welt da nicht will aussteigen. Die Welt ist keine Straßenbahn, nicht? Ja. Und dann hat er sich kurz vorm Selbstmord noch mal schnell den Bart abrasiert. Ja, das glauben Sie doch selber nicht. Wie ich schon sagte. Ich sehe schon. Sie haben kein Interesse. Tut mir leid, aber es ist einfach zu wenig, Fräulein. Kaitanides. Richtig. Für eine Zypriotin sprechen Sie ein fantastisches Deutsch. Ja, meine Mutter ist Deutsche. Trotzdem. Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Sie glauben mir nicht. Ist mir auch egal. Zicke. Was soll ich damit machen, Chef? Abtippen, Ablage. Ablage? Aber wenn es stimmt, was das Mädchen sagt. Meine liebe Frau Möbius, ich habe tonnenweise unerledigte Fälle. Wenn ich mich auch noch um die Erledigten kümmern soll, können wir Schluss machen. Ist Schubert da? Nein. Aber eine Postkarte von ihm aus Bad Reichenhall. Bad Reichenhall? Nach Kur. Aber Montag müsst ihr wieder hier sein. Ja, das glaube ich auch. Aber nur, um uns einen Attest zu bringen. Dann schicken Sie mir Pol rein. Sie sollen zum Chef kommen. Was will er? Ich war doch gerade bei ihm. Wahrscheinlich will er Ihnen einen Heiratsantrag machen. Sehr witzig.
Ich mache jetzt Mittag. Soll ich Ihnen was mitbringen? Jo, nein. Ja, was, nur ja oder nein? Nein! Da haben Sie aber Glück, dass der noch da ist. Eigentlich sollte der schon vorgestern abgeholt werden. Er hat sich beim Rasieren geschnitten. Ha! Die Mühe hätte er sich sparen können. Was riecht denn hier so? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ich rieche nichts mehr. Leberwurst? Ich kenne den Geruch. Wie Parfum. Ja. Der Geruch des Todes. So, und jetzt schnell. Und erzählen Sie es keinem weiter, Frau Möbius, sonst kriege ich Ärger. Ja, vielen Dank, Herr Tomasek. Für eine schöne Frau tue ich fast alles. Sonderleberwurst, Anna Blut, bitte. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, vielleicht noch drei gekochte Rippchen. Ach nee, Moment, nur zwei. Guten Tag. Möbius. Was wollen Sie? Ich, Sie sind sicher die Eltern von Jan Reiber. Ihr Sohn hat ein Stipendium beantragt und ich wollte nur... Stipendium? Auf dem Antrag fehlen noch ein paar Angaben und da ich bisher vergeblich versucht habe, Ihren Sohn telefonisch zu erreichen... Jan ist tot. Oh, das tut mir leid. Was für ein Stipendium? Das hat sich ja jetzt erledigt. Entschuldigen Sie vielmals. Anna. Bitte. Ja, hier, Herr Reiber. Wer? Ach, entschuldigen Sie, Herr Garak, hier ist nur der Vater. Mein Sohn ist ausgezogen. Guten Tag. Auf zu weinen. Der Kerl ist es nicht wert, Anna. Willst du mit? Wir haben Dienstschluss. Ja, danke. Okay. Moment. Da ist noch was, Holger. Was ist mit ihm? Wann gedenkst du, ihn wieder zurückzunehmen? Zwei Wochen müssen noch eigentlich reichen, damit du dich wieder wie eine vernünftige Mutter benehmen kannst. Sag mal, wie redest du mit mir? Adelheid. Ich habe deinen Sohn 18 Jahre lang hochgepäppelt, da wirst du es ja wohl länger als 14 Tage mit ihm aushalten. Nee, und mir schleierhaft, wie du das durchgehalten hast. Er macht ja immer genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Mhm, ganz der Vater. Adelheid. Mit dir nicht einmal vernünftig reden. Das nennst du vernünftig und da vernünftig verstehe ich was anderes. Zum Beispiel? Ach, vergiss es. Nein, ich möchte dich nur daran erinnern, dass du die Scheidung wolltest und dass du das Sorgerecht für Holger hast. Ich darf ihn am Wochenende besuchen, nicht umgekehrt. Okay. Was? Sag deinem Sohn, er kann zurückkommen. Na endlich. Nicht so schnell. Ich habe zwei Bedingungen. Gebombt.
Erstens, Holger soll sein Liebesleben in meiner Wohnung mal ein bisschen einschränken. Was willst du? Der Junge sieht eben gut aus. Die Mädels sind verrückt nach ihm. Na bitte, dann sollen seine Mädels in die Unterhosen waschen. Und zweitens? Zweitens bringst du das jetzt zu Dr. Doffner und bittest um eine sofortige Analyse. Ich? Wieso? Weil ich keine Untersuchung anfordern darf. Ich bin hier nur die Tippse. Das ist doch der tote Student. Du machst doch nicht wieder Trouble, Adelheid. Entweder oder. Eigentlich bin ich verabredet. Oh, Pünktlichkeit ist die Schwiegermutter der Liebe. Hä? Nein, was du immer denkst. Wir gehen Bowling spielen. Na bitte, wenn du dich beeilst, schaffst du es doch allemal. Mordkommission Möbius Apparat Strobel? Ja, das ist sehr lieb von dir, Mutti, aber ich habe schon zwei Rippchen besorgt. Ja, nur zwei. Kommt denn Holger nicht? Adelheid, was hat denn der Junge schon getan? Das weißt du genauso gut wie ich. Mutti, ich muss jetzt Schluss machen, ich habe zu tun. Halt, denke daran, meine Sachen aus der Reinigung zu holen, ja? Ja, bis später. Wenigstens was gegessen. Was hat sie gesagt? Ich kann nicht mal Spiegeleier machen. Also immer noch sauer. Mann, ist die Frau stur. Na, Junge, warum machst du denn auch sowas? Und das fragt eine Frau, die drei Männer verschlissen hat. Holger! Wo habt ihr es denn getrieben, als ihr jung wart? Im Wald und auf der Heide? Als wir jung waren, durften wir jedenfalls nicht in so einem ordinären Ton mit unseren Großeltern sprechen. Kannst du mir wenigstens 20 Mark leihen? Für Benzin. Eugen ist vom ersten immer blank und ich krieg erst heute Abend Geld. Von wem? Ich jobbe auf der Bowlingbahn. Mein lieber Vater verlangt Miete und Kostgeld von mir, also ja oder nein. Dreh dich um. Du bist die Größte, Oma. Ciao, Bella. Du musst doch was essen, Junge. Alle hätten wir den Herrn. Garek, Roland. Geboren 14.09.54 in Bad Reichenhall. Bad Reichenhall? Zwei Jugendstrafen wegen Autodiebstahl und 4 Jahre wegen Einbruchdiebstahl im Bruchsaal. Und, Moment, vor einem halben Jahr hat ihn die Drogenfahndung mit 4 Gramm Koks geschnappt. Aufregende Karriere. Freund von Ihnen? Na, hören Sie mal, ein Dealer? Schmeckt toll. Wo haben Sie hierher? Warum ruft ein Herr Garrick einen toten Jan Reiber an? Frau Möbius? Ja, ich weiß, der Fall Jan Reiber ist kein Fall mehr, aber trotzdem. Man wird ja mal nachhaken dürfen. Nachhaken? Häkeln vielleicht, aber nicht nachhaken. Wenn das der Chef mitkriegt. Frau Möbius, haben Sie ja nicht genug vom letzten Mal? Nö. Erzähl mir doch nichts, da steckt doch bestimmt wieder deine Frau dahinter. Erstens sind wir geschieden und zweitens könntest du dich bitte beeilen, ich bin sowieso schon zu spät dran. Bitte. Der Brief wurde mit blauer Tinte auf weißem Papier geschrieben. Siegfried. Ja, so eine Analyse braucht eben Zeit, Mensch. Ja, was mit den Flecken da? So wie ihr mit eurem Beweismaterial umgeht, würde ich sagen, saurer Regen und Pulverkaffee. Außerdem sitzt mir der Strobel im Nacken wegen der Blutanalyse. Komm, Siegfried. Ach, gib schon her. Wo bist du zu erreichen heute Abend? Wir kegeln. Der Bahn in Wandsbek? Ja, bis 22 Uhr schätze ich und anschließend bin ich zu Hause. Sauf nicht so viel. Das ist der Abschiedsbrief eines Selbstmörders. Vielleicht hat er geheult und das sind Tränen. Schon gut. Wenn du willst, kannst du ja nachkommen. Schubert ist auf Kur in Reichenhall und wir können nur einen Mann gebrauchen. Brutholz. Und 6. Und langsam. Und atmen. Und 9. Und 10. Und aus. Und entspannen. Tja, Schubert hier, ich soll Sie anrufen. Wie?
Ich? Hier? Na, wie komme ich dazu, Frau Möbius? Ich bin krankgeschrieben. Außerdem habe ich heute noch zwei Anwendungen zu absolvieren und einen Termin beim Kurarzt. Ja, Dr. Meerkatz ist gar nicht zufrieden mit mir und Sie können dem Chef schon mal gleich sagen, dass es aller Wahrscheinlichkeit mit Montag nichts wird. Vielleicht hat er Verwandte in Bad Reichenhall, die was wissen, Eltern oder so. Schauen Sie doch mal im Telefonbuch nach. Oder fragen Sie Ihre Kollegen da, vor allem, ob es irgendeine Beziehung zu einem gewissen Jan Reiber gibt. Frau Möbius, ist das wieder einer Ihrer Alleingänge? Nein. Der Chef persönlich bittet Sie um diesen kleinen Gefallen, wo Sie doch nie da sind. Na schön. Und wie heißt der Kunde? Marek? Nein, Garek mit Gustav vor. Also Gustav Marek? Roland Garek. Gustav Anton Richard Emil Konrad. Garek, Vorname Roland. Und Jan Reiber. Wie Reibekuchen. Vor allem gute Besserung, Herr Schubert. Hallo? 2:30. Erst 2:30. Schubert hat angerufen. Er glaubt nicht, dass er Montag zum Dienst kommen kann. Wo ist die Akte Jan Reiber? Wie? Jan Reiber. Unter R natürlich. Die Reibekuchen. Und ewig singen die Berge. Wälder. Komisch. Nicht da. Schubert ist ein Genie. Im letzten Monat war er doch höchstens 3 Tage im Büro. Was sage ich? In diesem Jahr. Also ich kann die Akte Reiber im Augenblick auch nicht finden. Ich denke, der Fall ist erledigt, oder? Ich wollte vorsichtshalber den Brief mal ins Labor schicken. Tja, ist mir auch sehr peinlich, Chef. Das wäre das erste Mal, dass Sie eine Akte verlegen. Sie haben nicht zufällig wieder... Schmeckt's? Wie? Ach so, ja, sehr gut. Danke. Rothenberger Blutwurst. Apropos Blutwurst. Hat Dr. Dochnal die Analyse geschickt? Nein. Nein, also jetzt reicht's mir aber. Wird höchste Zeit, Chef, dass dem mal einer die Meinung sagt. Genau. Strobel, geben Sie mir Dr. Dochnal. Was? Jetzt schon? Na, dann wundert mich gar nichts mehr. Sagen Sie dem Herrn, ich werde mich bei seinem Chef beschweren. Ich brauche eine Tatwaffe, Mensch. Bis jetzt habe ich nur ein Messer mit Blut dran. Das ist ein großer Unterschied. Dr. Dochnal hat heute früh Schluss gemacht. Dann hat der Brief ja noch Zeit bis morgen. Wie? Und die Akte Reiber wird sicher auch wieder auftauchen. Ach so, ja. Hoffentlich. Keine Chance, heute ist mein Tag. Bravo, Eugen. Du führst? Toll, dass du schon da bist. Was trinkst du denn, Bier? Moment, Moment, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da. Sag deiner Frau, ich habe nichts Besonderes finden können. Was soll das heißen, nichts Besonderes? Damit kann ich hier doch nicht kommen. Sorry, soll ich mir vielleicht was aus den Fingern saugen? Normales Schreibmaschinenpapier, normale Tinte. Und die Flecken? Tränen, du hattest recht. Scheiße. Bier, bitte. Ich verstehe sowieso nicht, warum er jetzt erst damit kommt. Wer ist der Kerl eigentlich? Haltet die Welt an, ich will aussteigen. So ein Schrott. Ich hatte Sonntag das Vergnügen, die Eltern zu benachrichtigen. Die Reibers an der Wäscherei in der Marktstraße. Sag das nochmal. Ja, in der Wäscherei in der Marktstraße. Nein, Sonntag. Welcher Sonntag? Letzten Sonntag. Was hast du? Ja, der Brief ist mindestens 3 Jahre alt, wenn nicht noch älter. Spinnst du? Wenn ich es sage. Eugen, du bist dran! Ja, gleich. Ich habe den Brief doch selber gefunden, neben der Leiche. Ja, an der Tinte und dem Papier lässt sich das schwer feststellen, aber an den Tränen. Tränen sind organisch. Und wer immer auch sie vergossen hat, der hat sie nicht erst letzten Sonntag vergossen. Eugen, was ist? Spielst du mal für mich weiter? Ich bin gleich wieder da. Und das?
obwohl Marion und ich schon fast 4 Jahre verlobt sind. Ich werde aus dieser Frau einfach nicht schlau. Warum heiraten Sie sie nicht einfach? Sie will nicht. Oh, Mordkommission, Poolapparat Strubel. Hallo, Mordkommission. Gestern habe ich ein halbes Monatsgehalt in Blumen angelegt und ihr in die Kanzlei schicken lassen. Dezente kleine Karte dabei. Liebling, willst du mich heiraten? Und? Als abends immer noch keine Antwort da war, habe ich angerufen. Sie ist mit ihrem Chef in Düsseldorf. Ja, bis sie zurückkommt, sind die Blumen Strohblumen. Vielleicht hat sie was mit ihrem Chef. Sie glauben... Oh Gott, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Jetzt hören Sie mal zu. Sehr geehrter Herr Kollege, seit einer Woche versuche ich, eine Blutanalyse aus Ihrem Labor zu bekommen. Trotz mehrmaliger... Wo wollen Sie denn hin? Paul! Mutter, ich bin's. Ist Arnold schon zu Hause? Erstens verbitte ich mir Ihre plump vertrauliche Anrede. Für Sie bin ich Frau Müller-Graf Kleditsch. Zweitens ist Ihre ehemalige Frau nicht da. Und wenn sie da wäre, dann würde ich sie drittens nicht mit Ihnen verbinden. Oma, es ist dringend. Im Büro ist sie nicht, da habe ich es eben schon versucht. Aber wo Sie sich schon mal melden? Bei Ihrer letzten Überweisung der Unterhaltszahlungen, da muss Ihnen wohl ein kleiner Fehler unterlaufen sein. Es fehlen nämlich 300 Mark. Fehler? Holger lebt seit 14 Tagen bei mir, oder? 300 Mark decken nicht mal die Telefonkosten. Und noch was, Frau Müller-Graf Kleditsch. Ihre Tochter hat die Scheidung eingereicht. Nicht ich. Guten Abend. Blöde Kuh. Holger? Tag. Ich wollte nur sagen, dass mit Adelheid alles klar geht. Du darfst wieder nach Hause. Ach nein. Ach ja, und ich würde es begrüßen, wenn du den Umzug noch heute bewerkstelligen könntest. Ich komme hier erst um 9 weg. Egal. Falls du eine sturmfreie Bude brauchst, ich kann auch bei Babette pennen. Heute? Ich habe da volles Verständnis, Eugen. Danke, aber ich bin solo, auch wenn deine Mutter das nicht glauben will. Und das da gibst du Adelheid zurück, einen schönen Gruß vom Labor. Die Tränen seien mindestens 3 Jahre alt. Hä? Wiederhole. Was für Tränen? Was sollst du ihr sagen? Die Tränen seien mindestens 3 Jahre alt. Genau. Kann sein, dass ich heute erst später nach Hause komme. Mach's gut. Du bist froh, dass du mich los bist, stimmt's? Du doch auch, dass du mich los bist. Du schnarchst wie ein Eber. Kann sein. Und überleg dir's, ne? Polizei? Na, wär doch was. Statt nur so rumzujobben. Du hast Abitur, Junge, da bist du in 0, nix im gehobenen Dienst. Nicht wie ich. Ich werd's mir überlegen. Die Schuhe! Ja. Was wollte er denn nun eigentlich? Mich loswerden. Und was das? Haltet die Welt an, ich will aussteigen. Zum Quatsch. Komm, wir gehen. Ich denke, du hast jetzt einen neuen Schluss. Wir haben wieder ein Zuhause, Hanni. Und nun eine Durchsage an die Geschäftsleitung. Wir kündigen. Ja, bitte? Sind Sie Frau Reiber? Warum? Mein Name ist Roland Garek. Ich hätte mich gern mit Ihrem Sohn unterhalten. Wissen Sie vielleicht, wo er ist? Der Drachen da oben bei Ihnen in der Wohnung. Meine Mutter, was wollen Sie denn hier? Da hat vorhin ein Mann bei mir geklingelt.
Ich habe aufgemacht, weil ich dachte, das wäre der... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war da ein Mann, der mit Jan sprechen wollte. Als ich ihm gesagt habe, dass der Jan nicht mehr lebt, da ist er durchgedreht. Wie durchgedreht? Ja, der wollte unbedingt in die Wohnung rein. Ich habe ihm 100-mal erklären müssen, dass die Reiber schon alles ausgeräumt haben. Der ließ nicht locker. Gott sei Dank kam dann der Postbote mit meinem Scheck, da ist er dann gegangen. Ich habe Angst, Frau Möbius. Und warum kommen Sie dann zu mir? Heute Morgen im Präsidium hatte ich das Gefühl, dass Sie mich verstehen. Jan ist umgebracht worden. Bitte glauben Sie mir. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie im Präsidium gesagt haben. Adelheid, was machst du denn so lange? Die Post habe ich schon geholt. Der Drachen. Tja. Ich schlage vor, Sie gehen nach Hause und kommen morgen nochmal ins Präsidium. Nach Hause gehe ich nicht. Ich würde Sie auch bei mir übernachten lassen, aber mein Sohn kommt heute zurück. Schon gut. Kennen Sie denn sonst niemanden? Doch, aber der ist verheiratet. Adelheid, mit wem redest du denn? Gleich, Mutti. Ich habe deine Pension bei mir um die Ecke. Da gehe ich hin. Danke trotzdem. Moment noch. Kann ich Ihre Schlüssel haben? Wie? Die von meiner Wohnung? Wieso? Vielleicht brauche ich sie noch. Man sollte sich die Wohnung auf jeden Fall noch mal genauer ansehen. Ich glaube Ihnen, Sophia. Ein Mann, der sich umbringen will, kauft sich kein neues Rasierwasser. Das steht fest. Nicht mehr für 9,99 €. Der große hier ist für unten. Danke. Spätestens um 8.30 Uhr bin ich im Büro. Sie rufen mich gleich an, ja? Okay. Meine Sachen aus der Reinigung hast du natürlich vergessen. Die Rippchen. Dein Mann hat ja 300 Mark abgezogen. Das solltest du nicht durchgehen lassen. Hast du dem Fleischer gesagt, wofür die Rippchen sind? Sonst schrumpfen sie wieder zusammen. Ja. Ach, das riecht aber gut. Na, Mutti. Schön, dass es dich gibt. Was macht deine Hüfte? Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Mit Wacholderbeeren. Und Lorbeerblatt. Was sonst? Sag mal, da war schon wieder so ein Mädchen. Sophia, du musst wirklich mal ein ernstes Wort mit deinem Sohn reden. Das kannst du gleich selber besorgen. Er kommt? Holger kommt wieder? Ja. Aber glaub ja nicht, er kommt aus Liebe zu dir oder mir. Wahrscheinlich hat er alle seine Unterwäsche aufgebraucht. Adelheid, du tust dem Jungen Unrecht. Er liebt dich. Hör dir das an. Amazonas. Der Duft des tropischen Regenwaldes für Männer, die das Leben lieben. Aber hörst du mir überhaupt zu? Das Leben lieben. Der letzte Mann, an dem ich den Duft des tropischen Regenwaldes gerochen habe, liegt tot im Leichenschauhaus. Adelheid, bitte nicht. Und schon gar nicht vorm Essen. Holger. Komm rein, Junge. Lass die Tür stehen. Gib gleich Essen. Rippchen mit Sauerkraut, ne? Machst du das so gerne? Ach je, jetzt haben wir ja bloß zwei Rippchen. Siehst du, ich hab dir gleich gesagt, du sollst drei kaufen. Na, Mama. Mama. Jetzt tu nicht so cool. Eine anständige Mutter heult in so einer Situation Rotz und Wasser. Na. Dann versuchen wir es nochmal miteinander, hm? Und ich? Gleich. Für die Damen. Und das ist für dich von Eugen. Die Tränen sind mindestens 3 Jahre alt. Die Tränen? Frag mich nicht. Die Tränen? Ja, wenn die verwischten Tintenflecken da Tränen sind und sie sind 3 Jahre alt, ist der Brief vor 3 Jahren geschrieben worden, oder? Welcher Brief? Hat dir Eugen einen Brief für Adelheid mitgegeben? Lass mich mal eben. Was ist denn? Was hat sie denn? Habe ich was gesagt? Nein, Oma. Also, wann gibt's Essen? Ich habe einen rasenden Hunger. Bei Eugen gab's ja ewig Pizza oder Gummiadler zum Mitnehmen. Da siehst du, zu Hause ist doch am schönsten. Kriegst du eben mein Rippchen.
Sie haben nur 30 Sekunden Zeit. Na, Frau Baumann. Chef, was ich zu sagen habe, dauert etwas länger. Bitte rufen Sie zurück, es ist dringend. Danke. Das war der Letzte. Alles? Alles. Bis auf die Möbel, die. Und morgen eine Entrümpelungsfirma. Schlüssel. Tut mir leid, wenn ich da Schwierigkeiten gemacht habe. Ihr Sohn war ein Trottel. Sind Sie froh? Wir müssen die Polizei anrufen. Ja, aber... Übrigens, Oma, falls du morgen Wäsche machst, ich habe auch noch jede Menge. Steck sie in den Korb. Warum ruft der Mensch denn nicht an? Kannst du den Rest abtrocknen? Ich muss noch mal weg. Und diese Zeit? Wohin denn? Na, wenn ich Babette nicht mit dir herbringen darf. Holger? Wo seid ihr verabredet? Wieso? Im Paradiso. Kannst du mich bei der Endstation Linie 5 absetzen? Klar doch. Okay. Dein Essen war prima bella. See you in the morning. Ich hab noch rote Grütze im Kühlschrank. Sagen Sie schnell, Sie haben nur 30 Sekunden Zeit. Ja, ja. Hier, Schubert hier. Ich habe die Information, Chef. Roland Garnett Schubert? Wird sofort verhaftet, falls er in der Rechnerei auftauchen sollte. Schubert, wo sind Sie? Ja, hier. Was heißt hier? Wo hier? Ja, hier in Bad Reichenhall, wo denn sonst? Ich wollte ja nur kurz durchgehen, was ich hier bei den Kollegen rausgekriegt habe. Ich bin schnass. Ja, also Roland Garek wird nicht nur von der Droge in Hamburg und Frankfurt besucht. Wer? Roland Garek. Gustav Anton Richard Emil Konrad Garek. Na, TVM, das habe ich doch extra angerufen. Sie wollten doch alles über den Typen wissen. Ah, so. Jetzt erinnere ich mich wieder. Na, dann erzählen Sie mal. Tja, das war's eigentlich schon. Passen Sie auf, der Kerl ist gefährlich. Hat die Frau Möbius vielleicht sonst noch was gesagt? Zum Beispiel, warum ich das alles so dringend wissen will? Ach ja, von einem Jan Reiber wie Reibekuchen ist hier nichts bekannt. Sie wissen das zu schätzen, Chef. Ich habe wegen Ihnen jetzt zwei Anwendungen sausen lassen müssen. Also, mit Montag wird's da leider nichts. Hallo? Hallo? Chef? Hallo? Chef, was ich zu sagen habe, dauert etwas länger. Bitte rufen Sie zurück, es ist dringend. Danke. Scheiße. Müller Graf Kleditsch? Wer? Müller Graf Kleditsch. Ach, entschuldigen Sie bitte. Habe ich wohl falsch gewählt. Und? Wer zum Teufel ist Roland Garek? Chef. Und was hat er mit dem Selbstmord Reiber zu tun? Nichts. Das heißt, eventuell, ich meine, Frau Möbius hat da so eine Theorie. Die Theorien von Frau Möbius interessieren mich an den Dreck. Ich will wissen, was Sie wieder hinter meinem Rücken herum recherchiert haben. Ich sag doch nichts. So gut wie nichts. Ich habe nur ein bisschen im Lebenslauf von Garek rumgestochert. Und ich verstehe auch gar nicht, was daran so aufregend sein soll, dass Sie mich mitten in der Nacht aus dem Bett holen. Ziehen Sie sich an.
Wir treffen uns im Punkt 15 Minuten vor der Wohnung Jan Reiber. Jetzt? Aber wieso? Und bringen Sie Ihre Handschellen mit. Wahrscheinlich wird es zu einer Verhaftung kommen. Von wem? Von einer gewissen Adelheid Möbius. Dieter? Ja? Was? Ja? Ich nehme deinen Antrag an. Marion. Ach, Dieter. Ich hab mich so gefreut, als dein Strauß kam. Und die Karte. Und weißt du, ich hätte dich ja gleich angerufen, aber es war so viel los im Büro. Und Büro? Eine Sitzung nach der anderen und du weißt doch, wie mein Chef ist. Im Bett. Dieter. Düsseldorf. Eine Sitzung nach der anderen. Sehr komisch. Mit mir machst du es immer nur im Liegen. Dieter, was soll jetzt das? Wenn du einen Kriminalisten heiraten willst, dann musst du erst mal besser lügen lernen. Dieter. Und dass du ausnahmsweise mal vor drei ins Bett zu kommen, hä? Möbius, entschuldigen Sie die späte Störung, Frau Reiber, aber ich muss Sie dringend sprechen. Bitte, es geht um Ihren Sohn. Sie haben gelogen, Sie sind nicht von der Uni. Das stimmt. Darf ich trotzdem reinkommen? Mein Mann schläft aber schon. Frau Reiber, ich muss mit Ihrem Mann noch mal sprechen. Er wollte morgen sowieso zu Ihnen kommen. Sie sind doch von der Polizei, oder? Er hat es Ihnen gesagt. Ja. Mein Sohn war Drogenhändler. Roland Garek war bei Ihnen. Dabei haben wir ihm doch gegeben, was wir konnten. Wohnung haben wir bezahlt und sein Auto und die Studiengebühren. Alles. Nur... als er sein Jurastudium hinschmeißen wollte und nochmal von vorne anfangen, da hat mein Mann gesagt, jetzt ist Schluss. Zwei Ausbildungen können wir uns beim besten Willen nicht leisten, wo die Wäscherei kaum genug einbringt für uns. Das muss er doch verstehen. Wann haben Sie Jan zum letzten Mal gesehen? Ich nicht. Mein Mann hat sich mit ihm getroffen. Wann? Am Abend, bevor er die Welt angehalten hat. Das hat Ihr Sohn doch schon mal versucht, oder? Sich umzubringen? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Der Abschiedsbrief. Unser Labor hat festgestellt, dass der Brief vor mehr als 3 Jahren geschrieben wurde. Aber... auch dann... oh mein Gott! Fritz! 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 Machen Sie weiter! Reden Sie mit ihm! Ich hole den Notarzt! Du hast ihn umgebracht! Du! Ich habe mich verfranst, sorry. Los, kommen Sie. So ein Wahnsinn, warum glauben Sie, die Möbius ist da drin? Wetten. Einfach wie hier. Das grenzt ja schon an Verfolgungswahn, ehrlich, Chef. Wetten? Sie will Ihnen ja nur helfen. Ja, dass ich vom Dienst suspendiert werde. Sie haben doch gar keinen Schlüssel. Nee, aber die Frau Möbius bestimmt. Ich trinke am liebsten Dunkles, aber nicht aus der Dose.
Hallo? Romilius? Wie riecht's denn hier? Wie im Urwald. Sehen Sie drüben, ne? Chef? Chef? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich richte es meiner Mutter aus. Sie wird Sie zurückrufen, sobald sie nach Hause kommt. Aber nur, wenn Sie nicht alle 10 Minuten anrufen. Moment, ich höre was. Bleiben Sie dran. Das habe ich gern. Ich soll um 12 daheim sein und du, dein Kollege Schubert, nervt alle 10 Minuten. Was hast du denn wieder angestellt? Nichts. Nacht. Nacht. Ja? Frau Möbius? Na, endlich! Ich habe hier kein Kleingeld mehr, nur 70 Pfennig, also nur ganz kurz. Was in aller Welt haben Sie sich denn dabei eigentlich gedacht? Na, ich laufe mir die Hacken hier wund, mache mich bei den Kollegen vor Ort unbeliebt, um mir dann vom Chef sagen lassen zu müssen, dass er keine Ahnung hat, wer Roland Garek ist. Was? Sie haben Strobel angerufen? Ja, natürlich, nachdem ich ihn hier erreicht habe. Und Sie getan haben, was Sie vom Leben und Tod. Na, nun haben Sie jetzt aber auch den Nerv, dem Chef zu erklären, dass Sie... Ach, dann Mist, das ist das Geld alle. Also wie gesagt... Ich bin mal wieder unterwegs. Falls Sie was zu sagen haben, sagen Sie schnell. Sie haben nur 30 Sekunden Zeit. Moment. Ach Gott, was ist denn die denn jetzt? Ja, Möbius, ein Wagen in die Eichenstraße 117, bitte. Ich warte unten, danke. Was ist denn los? Man kann ja kein Auge zutun, ständig geht das Telefon. Ich muss noch mal weg. Natürlich, was sonst? Kommst ja bloß noch, um dich zu verabschieden. Adelheid, was machst du denn bloß? Hast du einen Mann? Gute Nacht, Mutti. Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Ich hab Sie doch eben bis nach Hause gefahren. Können Sie nicht ein bisschen schneller? Ich fahre schon fast 60. Probleme? Nur ein Problem. Ich würde gerne nachdenken, aber es ist ein Taxifahrer, der mich anmachen will. Entschuldigung. Bitte schön. Warten Sie bitte.
Chef? Ach du lieber Gott. Roland Garrick war da, stimmt's? Und hat den Stoff gesucht. Hab ich doch richtig kombiniert. Moment bitte, Chef. Wenn ich Sie jetzt befreie, dann brüllen Sie los und ich kann nichts mehr sagen. Der Vater von dem Jungen war's. Nach allem, was Herr Reimer für seinen Sohn getan hat, bis zum Bankrott sozusagen. Als er daraus gekriegt hat, dass Jan gar nicht daran denkt, sein Jurastudium fertig zu machen, sondern auf Drogen umgesattelt ist, da hat er ihm von seinen Schlaftabletten gegeben. Und den Abschiedsbrief hingelegt, den er schon mal vor 3 Jahren neben seinem Sohn gefunden hat. Damals konnte er Jan noch retten. Und diesmal... Naja. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen, sonst hätte er sich auch umgebracht. So, das war's. Und jetzt können Sie mich fertig machen, Chef. Tut mir leid, aber ich bin nicht nur die Tipse. Das schaffe ich einfach nicht. Paul, du hast die Schlüssel für die Handschellen. Hier vorne oben. Ja. Zentrale, bitte kommen. Hier Zentrale. Pol, Mordkommission. Fahndung nach Roland Garrick. Unterwegs mit dem roten Mazda MX-5. Kennzeichen unbekannt. Roland Garrick ist bewaffnet. Voraussichtlich hat er Rauschgift bei sich. Ende. Chef, darf ich was sagen? Nein. Falls nicht stimmen sollte, was Sie sagen, sind Sie fristlos entlassen. Und wenn es stimmt? Dann sind Sie erst recht entlassen. Pol. Aber ich hab... Was halten Sie davon, Chef, wenn wir jetzt die paar von den Bierflaschen köpfen, die wir gewonnen haben? Überredet. Und steht da mit meinen Blumen im Arm und sagt einfach ja. Zuerst wusste ich gar nicht, was sie meint. Aber schon knutscht sie mich ab. Dann ist ja alles bestens. Gratuliere. Ja, von wegen. Diese Natter... Sie hatten recht, Chef. Düsseldorf. Für wie blöd hält die mich eigentlich? Behauptet kalt lächelnd, sie wäre den ganzen Tag im Büro gewesen. Sitzungen in einer Tour. Naja, meine Reaktion können Sie sich vorstellen. Ich habe ihr die Blumen vor die Füße geworfen. Und sowieso, Sie sind ja auch Solo-Chef. Und ich, in unserem Beruf geht es halt rund um die Uhr. Sie war sowieso immer sauer, wenn das Telefon geklingelt hat. Echt, was Sie angeht, hat Marion schon sowas wie Verfolgungswahn. Aber ich kenne Sie ja nicht mal. Aber Ihre Stimme, diese Anrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ehrlich, Chef. Sie verzichtet inzwischen schon auf das Vorspiel. Vor lauter Angst, gleich klingelt wieder das Telefon. Aber keine Angst, Sie sind mir lieber als eine Frau. Eine verlogene Frau, meine ich. Ja. Und das bisschen Sex. Also ein schöner, runder Mordfall. Das ist doch auch was, oder? Heiliger Strohsack. Fräulein Marion, nehme ich an. Ihre Verlobte hat mir gerade vorgeweint, wie leid ihm das alles tut. Ja, dann will ich die Sitzung nicht länger stören. Ich weiß, das bisschen Sex interessiert dich nicht, aber... Vergiss es. Man sagt so einiges, wenn der Tag lang ist. Ja, Taxi!
Klinik. Der Herr Reiber wird durchkommen. In Garrick haben sie an der holländischen Grenze geschnappt. Netter Junge. Wird mal ein guter Polizist. Holger Möbius. Stimmt doch, oder? Steht auf der Bewerberliste. Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So, und jetzt kommen Sie. Drüben sitzt die Frau Reiber. Sie will ihre Aussage zu Protokoll geben. Nur noch eins. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen? Amazonas. Wie bitte? Der Duft des tropischen Regenwaldes. Für Männer, die das Leben lieben.